Einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Blender-Freunde. Mal wieder ein kleiner, Erklärung zu dem Clip, der vermutlich gestern, wenn ich es jetzt noch schaffe, also am 12. wurde der hochgeladen, heute ist der 3. oder jetzt ist der 13. gerade geworden. Für die Leute, die es interessiert, quasi ein Making-of. Ich finde sowas eigentlich immer ganz hilfreich und so, was ich an Rückmeldungen kriege, ist es auch gewünscht. Und gehen wir das Ganze einfach mal durch. Ich habe wie immer mir ein Referenzbild gesucht aus dem Internet, welches auf flickr.cc irgendwas Creative Commons Zeugs hier. Das habe ich mir in GIMP reingezogen. Das ist erstmal das Originalbild. So, das war, so habe ich es bei Flickr runtergeladen. Wie man sieht, die Quali ist nicht sonderlich mächtig gewaltig, sondern eher im Gegenteil. Das ist, weiß ich nicht, irgendwie sieht aus wie Screenshot gemacht, während ein Film lief oder so. Keine Ahnung. Und es war ja das erste Mal diesmal, dass ich, was ja hier auch zu sehen ist, blenderinterne dreidimensionale Objekte mit reingenommen habe. Also das war quasi mein Prototyp, mein Protoversuch, das Ganze mal umzusetzen, wie das funktioniert. Können wir gerade nochmal angucken hier. Also wirklich eine eigene, was eigenes gebasteltes sozusagen in das richtige Footage mit reinzunehmen. Quasi genau das, warum ich vor 2 Jahren bald auch angefangen habe, Blender zu machen. Ich habe vorhin auch auf Twitter geschrieben, ich bin jetzt auf dem Weg, wo ich vor 2 Jahren hin wollte. Und bin sehr, sehr glücklich da. Also jetzt nicht insgesamt um das Ergebnis, ja, aber es ist natürlich noch längst nicht Warner Brothers oder Universal oder was auch immer, ne? Wird es wahrscheinlich auch nie werden, wenn man das so im kleinen privaten Bereich macht. Aber naja, zumindest kann ich meine Erfahrungen teilen, die ich gemacht habe. Das Erste, was mir aufgefallen ist, das ganze Ding ist nicht 16:9. So, das kann man sich ziehen, das kann man sich in Blender intern scalen oder wie auch immer man das machen möchte. Das ist jedem selbst überlassen. Man kann hier oben auch, sag ich mal, das Ding hoch hier abschneiden, bis man halt das Bild 16:9 hat oder man bearbeitet quasi hier die Leinwandgröße per se oder. Gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Sind wir wieder beim Thema mehrere Wege führen nach Rom. Und ich habe mir erstmal überlegt, was will ich überhaupt für eine Szene drumherum basteln. Eigentlich lädt diese Szene oder dieses Bild dazu ein, halt genau so, wie ich es gemacht habe, die steigt von irgendwo runter, ist irgendwie nass, weil sie irgendwo rauskommt, wahrscheinlich hier aus dem Bottich, irgendwas mit Wasser und vielleicht eine Flut oder sowas, was ich jetzt hier in dem Fall, ich mache es nochmal so, da sieht man es ein bisschen besser, auf YouTube, dass hier irgendwie was unter Wasser steht, das Ding, weil lassen wir mal die Fantasie spielen, das könnte jetzt hier, weiß ich nicht, irgendein Gerüst vom Leuchtturm oder keine Ahnung, irgendwas sein, wo die jetzt gerade von den Fluten erfasst wird. Man muss ja auch immer ein bisschen cinematografisch denken. Cinematografisch, ein sehr schönes Wort. Und habe mir das so ein bisschen überlegt. Und dachte mir, gut, ist ja wunderbar, dann mache ich das jetzt so und dann kann ich mich hier an diesen Linien orientieren und weiß in etwa, wie die Perspektive des Bildes ist. Aber dazu komme ich dann später noch. Jedenfalls habe ich das Ganze erstmal ausgeschnitten, also die Frau an sich, und habe ein wenig mit den, mit Helligkeit, Kontrast, Curves und so weiter rumgespielt. Das ist dann dieses Ergebnis geworden, sieht man schon einen deutlichen Unterschied. Wesentlich mehr Hautfarbe. Ja. Wie gesagt, die Quali lässt sehr zu wünschen übrig. Ich hätte hier natürlich, weiß ich nicht, schon hingehen können und jetzt hier das irgendwie so noch nachmalen und dann wäre es irgendwie die gleiche Qualität geworden. Aber das war es mir auch nicht wert. Mir ging es ja hauptsächlich darum, das mal zu probieren, diese dreidimensionalen Objekte mit in so eine Szene reinzubringen mit Layer Compositing und Alpha und allem möglichen drum und dran. Das Ganze übrigens im Blender-Render. Ich werde das demnächst auch mal in Cycles versuchen. Also ist ja im Grunde derselbe Weg, bloß das Texturieren ist halt ein anderes. Ich wollte jetzt hier die Dinger nicht noch texturieren, diese Balken, weil texturieren weiß ich, wie es geht und da brauche ich das jetzt hier nicht extra üben. Mir ging es halt um die Übung, das wie gesagt damit reinzubringen und das so realistisch wie möglich aussehen zu lassen und entsprechend so gut wie möglich nach dem aktuellsten Stand der Dinge zu Compositen. Dazu aber später noch mehr. Naja gut, jedenfalls habe ich das ausgeschnitten, das sah dann hinterher so aus. Und da fällt einem natürlich sofort auf, so geht es natürlich nicht, die ganzen Kanten sind nicht schön und so weiter. Das heißt, da muss ich erstmal einen Blur dahinter legen.
nicht weiter kompliziert, einfach die Ebene gedoppelt drunter gelegt und ein paar Scorchern drauf gelegt. Ich glaube, ach so, sehe ich jetzt nicht mehr. 20er oder 40er Wert. Moment, ich muss mal kurz husten. Huch. So, fertig gehustet. Ja, wie gesagt, fast Gaussian drauf hier. Wie heißt das? Gaussian Weichzeichner. Und dann einfach, irgendwie ist der Computer doch sehr langsam gerade. Hier irgendwie eine schöne Stelle rausgesucht. Und dann sagen wir mal 20. Und dann sieht man, aha, es war jetzt schon vorgeblurrt. Ne? Und dann kann man sich ein Bild machen. Das Ganze dahinter gelegt. Und dann hat man hier ein bisschen Kantenweichzeichnung. Schön ist es nicht, aber reicht für unseren Zweck. Huch. So, sowas hätte man zum Beispiel auch noch machen können. Aber da sind wir wieder beim, naja, ist ja fast schon, was ist denn das? Digital Matte Painting im Grunde. Naja, oder halt, wie auch immer. So, jedenfalls habe ich mir gedacht, Mensch, ist ja alles gut und schön, aber irgendwie kriege ich das so nie vernünftig hin. Mir sind noch einige andere Sachen aufgefallen, im Speziellen im Original, dass hier dieser helle Lichtpunkt ist von diesem reinfallenden Licht. Den habe ich dann aber hinterher vergessen, um ehrlich zu sein. Das sieht man ja auch der Final Dingens. Und noch die anderen Stellen hier, die hellen Glanzlichter und so weiter, was so alles ein Indikator dafür ist, wo in der eigentlichen Szene hier das Licht herkommt. Ja, also von irgendwo vor ihr hier oben irgendwo. Also irgendwo links oben vom Fotografen und hier unten ist auch ein Licht, aber naja, und so eine Sache muss man halt alles bedenken, das entweder kaschieren und nicht so wie ich vergessen, muss man halt hier hingehen und das Ganze. Ja, kaschieren. Mach mal. Das habe ich manchmal, dass der irgendwie das nicht macht. Habe ich noch keine Lösung, warum das ist. Ist aber manchmal so. Ja, die Probleme mit GIMP. Ich weiß nicht, ob es verbuggt ist oder ich muss das mal aktualisieren oder keine Ahnung. Na, jedenfalls, ihr wisst, was ich meine, halt so drüber malen. Mit ähnlichen Farben oder ähnlichem. Und dann funktioniert das auch. Und ja, das, so eine Sachen halt beachten, so spezielle Glanzpunkte, was wir auch in der Soldatenszene da hatten, oder halt diese roten Punkte hier oder so, das kann man alles noch rausnehmen, wenn man dann wirklich was Richtiges macht, in Anführungsstrichen. Also was, wo man auch ja, ein bisschen länger dran geplant hat und nicht nur eine schnelle Szene, in Anführungsstrichen. Ich habe zwar lange genug insgesamt an diesem Final hier gesessen, aber es ist halt nur am Ende eine Übung und nicht irgendwas Ernsthaftes. So, naja, gut. Jedenfalls dachte ich mir, Mensch, das ist ja viel zu dunkel. Habe ich mir eine neue Ebene erstellt, habe die mit im Überlagern-Modus und habe der, also es bleibt einfach weiß, überlagert. Und damit nimmt alles, was da drunter liegt, quasi diese. Ja, ich kann es nur wieder nicht richtig erklären, aber es wird dann jedenfalls heller. Ich kann zwar praktisch eine Menge umsetzen, aber theoretisch kann ich es immer nur halb erklären. Aber sieht man ja den Unterschied, ne? Und schon hat man ein relativ ausgeglichenes Licht. Auch wenn der Glanzpunkt hier unten trotzdem nicht so schön ist. Huch. Vielleicht geht es jetzt wieder. Ah, jetzt geht es wieder, siehst du? Keine Ahnung, woran das liegt. So, und das hätte man jetzt hier alles noch schön machen können und so weiter. Aber ihr wisst ja, ne? Wie ich bereits sagte. So, das war eigentlich das in GIMP. Fürs Erste habe ich mir rausgespeichert. Einmal natürlich das Original, ohne alles. Und einmal nur diese beiden als transparent, jeweils als PNG. Und habe mir das Ganze in Blender reingezogen und habe meine Kamera darauf ausgerichtet. Am Anfang tatsächlich noch richtig so. Moment, ich muss mal kurz die. Das Passepartout hochsetzen. So am Anfang wirklich noch, ja, kriege ich jetzt so schnell nicht hin, aber so 16 zu 9 füllend halt, ne, dass ich das hier perfekt abgeschlossen habe. Die Plane an sich ist natürlich GUV Unwrapped. Mapping, UV Coordinates, ne, das gleiche natürlich mit den Schatten, aber da kommen wir später noch dazu. Und habe da erstmal meine Kamera drauf ausgerichtet. Das heißt, am Anfang stand die Kamera wirklich hier so im Grunde genau wie das Bild. So nach dem Motto. Und rausgezoomt habe ich dann erst viel später. Mal kurz hier wieder. So. Kamera positionieren. So, was habe ich dann gemacht? Dann bin ich hingegangen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das hier noch so vernünftig hinbekomme. Müsste aber, glaube ich, möglich sein. Genau, das ist die Frau.
Und jetzt habe ich hier zwei Texturen drin. Ich habe einmal die Alpha-Textur drin, also quasi die, die wir hier sehen. Und dann habe ich noch die normale Textur mit diesem Hintergrund. Und man sieht schon ganz leicht, das ist natürlich jetzt daher, dass die Kamera verschoben ist, ein bisschen anders. Aber dass ich mich ungefähr mit dem Balken, oh, der geht ja nicht mal ganz darunter, wenn man auf der Perspektive ist, so in etwa an diesen oder an diesem Glaskäfig da orientiert habe, dass ich so in etwa das hinbekomme. Es ist nicht perfekt, logischerweise. Und aus der Position jetzt hier sowieso gerade nicht. Aber ja, das muss ich sagen, da bin ich echt. Das ist eine Schwierigkeit, so blöd wie es klingt. Wenn man das ohne Tracking-Punkte macht, weil man kann ja ein Bild nicht unbedingt tracken und ein 2D-Track nutzt einem auch nichts, weil er ja keine Tiefeninformationen kriegt. Das heißt, man hat am Ende halt genau den gleichen 2D-Track, in Anführungsstrichen, wie wenn man halt nur das Bild hat. Und das war wirklich nicht mal so leicht, muss ich sagen, das irgendwie hinzukriegen. Und das ist auch um Längen nicht perfekt. Also das hätte wesentlich besser sein können. Ich versuche das gerade mal, also richtig abgeglichen, werde ich das jetzt nicht mehr kriegen. Das Einzige, was man hier oben auch sieht, glaube ich, ist, ich habe die, also der jetzt markierte Bereich ist nicht gerade, weil ich versucht habe, die Kameradistortion oder die Lens-Distortion mitzugehen. Wo ist mein Screencast hier? Die Lens-Distortion mitzugehen. Und ich mache das mal, ach, das geht ja nicht. Mist. Moment, machen wir anders. Huch. War ja. So. Ne, also das kann man relativ gut erkennen. Wenn ich das jetzt nämlich mal gerade mache, auf Z, dann sieht man, was los ist. So. Also, das passt sich nicht an. Daher, ich habe dann einfach das gerade gemacht, sozusagen, in etwa angepasst von der Rotation her. Habe dann einen Mittelpunkt genommen und mit Proportional Editing, wo ist der Kreis? Kreis, 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 da ist er. Proportional Editing, das Ganze einfach so hochgezogen, bis es sich an die Kante angepasst hat. Und dann hatte ich das an irgendeinem Punkt halt oder in einem zufriedenstellenden Ergebnis und dann funktionierte das. So. Man sieht auch, dass an sich, ich mache mal wieder zurück auf TextShot, an sich ist hier auch nichts groß ausmodelliert oder ähnliches. Ich habe. Wie sage ich denn? Wir haben hier unten, wo ist denn das Ding? Hier. Haben wir noch einen drin? Ach, den sieht man jetzt nicht mal mehr. Ich hole den mal vor. Der war am Anfang weiter vorne, aber dann war irgendwas gewesen, dass ich den nach hinten schieben musste. Ich glaube, das war wegen der Kante des Wassers da. Genau dasselbe auch mit diesem Hubbel hier. Der Hubbel ist auch nur drin, um irgendeine Kante zu verdecken, die da sichtbar war von dem schlechten Map, von der schlechten Projektion hier. Das Ganze ist auch nicht wirklich projiziert. Also das Ding ist einfach nur auf einer Plane rein importiert, also beziehungsweise Plane gelegt, UV Unwrap und dann drauf texturiert. Und dann gezogen. Also ich habe da kein Project vom View oder ähnliches gemacht. Bei der vorderen hier habe ich das gemacht. Aber bei der hinteren nicht. Und dann bin ich einfach hingegangen, habe das irgendwie ein bisschen hier mit Loop Cuts aufgelöst, Vertex Mode, einen Punkt genommen und mit Proportional Editing hier angepasst, um ein bisschen mehr Raum reinzukriegen. Würde man normalerweise so auch nicht machen. Hat aber für die Szene gereicht. Normalerweise hätte ich das auch anders gemacht, da wäre der Hintergrund auch anders gewesen. Das wären dann einzelne Häuser gewesen und so weiter. Aber die Tage kommt auch noch was von mir, wo ich gerade dran arbeite, was hier Kamera Projection ist im Blender. Da arbeite ich gerade auch noch an der Szene. Kommt dann noch. Ja, ich glaube, soweit erstmal zum Aufbau der Szene. Es ist im Grunde ansonsten nicht weiter kompliziert. Im Vornherein habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, wo an welche Grenzen könnte ich stoßen. Das war einmal dieses Gebastel hier in der richtigen Perspektive in Kombination mit dem Alpha-Referenzbild sozusagen, dass das hinterher auch ja, passt und nicht völlig verkehrt aussieht. Und ich finde, das passt eigentlich sehr gut. Irgendwie. Vielleicht, weil ich es jetzt auch einfach schon lange genug gesehen habe, wenn man jetzt frisch drauf guckt, vielleicht sind da auch tausend Fehler, keine Ahnung. Noch sehe ich sie nicht. Aber es ist ja auch immer eine Sache der Zeit. Huch. Das nächste Problem, Schatten.
So, jetzt habe ich ja den Vorteil, dass ich hier kein bewegtes Bild habe. Also die quasi gehen wir davon aus, das wäre eine Greenscreen-Aufnahme hier von dieser Dame. Und die würde jetzt irgendwo langlaufen. Dann, wie mache ich Schatten? So, und das habe ich auch mal probiert bei halt einem stehenden Bild. Habe mir ein entsprechendes Renderergebnis rausgeladen aus der Szene oder rausgerendert aus der Szene. Wie man sieht, hier kein großes Compositing und nichts drauf, sondern fast, naja, nicht roh, ein bisschen geblurrt ist ja hier und so weiter, aber einfach reingezogen und ja, Schatten draufgelegt. Also tatsächlich draufgelegt, weil drunter bringt ja nichts, sieht man ja nicht. Deswegen draufgelegt. Wie habe ich das gemacht? Ich habe überlegt, mein Licht kommt in der Szene von hinten. Also muss im Grunde hier irgendwie schon Schatten bei ihr sein und hier muss irgendwie ein bisschen dunkler sein. Und dann habe ich, das sieht man jetzt leider hier nicht, weil ich die Dinger zusammengefügt habe, aber ich kann es gerade noch mal zeigen. Habe ich mir einfach hier den, wie heißt der, freie Auswahl Lasso-Dingens hier genommen und bin hingegangen und habe halt auf einer neuen Ebene, also auf der dann, mir so Bereiche gemalt, wo ich gedacht habe, Mensch, da könnte vielleicht ein bisschen Schatten hinfallen. Das wäre jetzt hier in etwa so und hier ist dann nix und dann ist hier unterm Fuß ein bisschen was und da ist dann wieder nix und hier ist ein bisschen Bein und hier geht das Bein nach unten und so weiter. Also nicht groß kompliziert. Wir brechen das jetzt hier mal ab. Dann habe ich gesagt, ausmalen. Achso, jetzt sieht man das natürlich nicht. So, ausmalen. Warte mal. So, ausmalen. Sieht erstmal nicht groß schön aus, aber funktioniert. So, dann bin ich nochmal hingegangen, habe nochmal in einer neuen Ebene das Lasso-Tool genommen und habe gesagt, ja, und dann soll es hier noch so etwas dunklere Stellen geben. Das ist jetzt hier bei der Hand und das ist vielleicht hier bei dem Arm so ein Stück. Und dann gibt es hier vielleicht noch eine dunklere Stelle. Und so weiter. Natürlich jeweils direkt immer ausgefüllt mit der schwarzen Farbe. Und hinterher bin ich halt nur hingegangen und habe wieder einmal den Gaußschen Weichzeichner geöffnet oder beziehungsweise wiederholt oder ich weiß nicht wie. Steuerung F. Und dann passierte nichts. Warte mal, das, weil wir jetzt das da ausgewählt haben. So, zack, Steuerung F. Und dann habe ich das einfach ein paar Mal geblurrt. Bis es mir halt gepasst hat, die drei Ebenen, halt einmal wirklich so ein Schlagschatten sozusagen von den einzelnen Körperteilen hier, wie die Hand, die halt wirklich einen dunkleren Schatten wirft. Einmal einen etwas großflächigeren Schatten für größere Stellen, dass hier das Knie ist und so weiter. Haut wahrscheinlich jetzt proportional auch alles nicht hin und wäre auch nicht realistisch und so weiter. Und halt einen großen Schatten, der wirklich diesen Körperbereich abdeckt und rundrum quasi Schatten wirft. So, also alles wird ja, wo jemand ist, quasi dieses, wie heißt es, Ambient Occlusion. So, ne, alles ist ein bisschen verdunkelt, weil da halt jemand steht. So nach dem Motto. Oder jemand sitzt oder hockt oder wie auch immer. Und ich finde, das geht eigentlich hier ganz gut. So, ne? Dann das Ganze als Alpha eingefügt. Ich werde mal kurz hier die Textur wieder ändern. So, hier als Alpha eingefügt. Das ist die Dame. Gucken wir von hinten. Da sieht man die Dinger auch. Auch das, dieses schwarz übermalte sieht man da ganz gut. Ich kann es leider gerade nicht anwählen. Es tut mir sehr leid. Ja, so ist das halt mit den Flächen. Warte mal, das müsste das hier sein. Genau. Ach, die sind ja sogar noch in Originalgröße gewesen. Genau. So, hier hat man das, ne? So, sieht man hier ganz gut. So. Haben wir hier den anderen Schatten, der ein bisschen dunkler ist. Das habe ich, zeige ich auch gleich. Und dann haben wir noch den Schatten, der quasi ganz dunkel ist. So. Und das ist jetzt quasi unser Schatten und Ambient Occlusion für die Szene. In Anführungsstrichen. Ist wahrscheinlich ein bisschen umständlich, gibt bestimmt leichtere Wege, das zu machen. Aber mir schien es am sinnvollsten, das erstmal so zu machen. Ging mir jetzt dann auch am, ja, in Anführungsstrichen am schnellsten. Ich wollte es halt mal gerne ausprobieren, wie da so die Handhabung ist und wie man das so machen kann. Im Grunde auch einfach halt plain und gemappt. Also ich habe ihre Plane genommen, habe Shift D gedrückt und die einfach ja im Grunde wieder losgelassen, am grünen Pfeil gezogen und mit Shift gehalten, ganz leicht nach hinten.
ist nur wichtig hinterher, dass es halt wirklich hinter ihr ist, weil ich dafür jetzt, außer man layert das natürlich anders, aber weil ich das alles auf demselben Layer habe, mit ihr, Ekta hier, da sind die Schatten alle drauf, kann man ja auch mal so angucken. Weil ich das halt nicht untergliedern wollte. Ansonsten macht es das natürlich einfacher, wenn man für jeden Schatten oder nur für die Schatten oder so einen eigenen Layer macht. Ist ein bisschen variabler. Jedenfalls halt UV Unwrap und hier Alpha und Dingens und Bummens kennen wir ja alles. Nicht groß aufregend. Dies, das und habe den Color-Wert und mit dem Alpha-Wert an sich habe ich dann. Ach so, warte mal. So, habe ich dann gesagt, wie stark der Schatten sein soll. Ich würde ja gerne mal hier ein anderes nehmen. Den hier zum Beispiel. Jetzt haben wir einen richtigen. So. Sagen wir Punkt 1, dann sieht man das, ne? Haben wir einen sehr schwachen Schatten und so konnte ich halt diese drei verschiedenen Schattenarten nochmal untereinander ein bisschen abgleichen. Die jetzt so sagen können, soll 2 sein, dann ist es richtig heftiger Schatten, richtig knallig. Und so weiter. Aber ihr wisst, glaube ich, worauf es hinaus soll. Ich speichere mir das mal unter einer anderen Version, sonst habe ich hier nachher Chaos. Ne? Wisst ihr, was ich meine? Nicht weiter problematisch. So. Ja, das war dann soweit eingerichtet. Also die Schatten habe ich, wie gesagt, erst später dazugefügt, nachdem die Szene soweit stand und ich mit dem Compositing soweit durch war. Aber es ist egal, an welcher Stelle man das macht, je nachdem, was es halt ist. Also, keine Ahnung, hätte ich jetzt die Kamera genommen und die, sagen wir mal, hier oben platziert, wäre er an sich auch gegangen. Dann wäre natürlich der Schatten anderer gewesen, als er ja, in der Szene ist, wie wir sie grundlegend haben. So. Gut, dann können wir ja jetzt mal zum Compositing übergehen. Gucken wir uns das mal an. Insgesamt sieht es so aus. Und hier sind ein paar Sachen dabei, die ich das erste Mal gemacht habe. Und Sachen, die ich auch mal ausprobieren wollte und so weiter. Deswegen sind das halt Sachen oder Geschichten, die gerne halt auch mal ein bisschen länger dauern. Sorry, ich muss nochmal kurz derweil rendern. Weil ich dann halt auch immer versuche, in meine Übungen sozusagen irgendwelche Sachen mit reinzubringen, die ich zuvor noch nicht gemacht habe. Zum Beispiel, wie man hier schon sieht, den Flair zum Beispiel. Oder beim Ektar kommen wir dann auch noch dazu. Haufenweise neuen Kram. Dann habe ich mich auch noch mal ein bisschen intensiver mit der Color Correction Note hier beschäftigt. Geguckt, was die so macht. Ein paar verschiedene Sachen angeguckt. Und was ist da? Der kann weg. Genau. Und jetzt gucken wir uns das einfach mal an. Zip. Machen wir es mal so. Compositing brauchen wir nicht. Dann nehmen wir nur den Viewer. Erstmal, wie ich hier gerade schon gezeigt habe, ich habe die Szene in verschiedene Szenen unterteilt. Das heißt, wir haben einmal, ich gehe mal raus aus der Sicht, einmal die Szene mit den Gerüsten, außer hinten, unten und vorne. Dann haben wir einmal den Hintergrund, haben einmal Schatten und das Alpha-Objekt, haben einmal den Vordergrund oder dieses, naja, die vordere Plane halt. Plane sei schon das vordere Wasser da. Haben einmal nur diesen Balken, der vorne vor der Kamera ist, der übrigens auch kein Balken ist, aber naja. Und haben einmal diesen seitlichen Balken und hinten unten sozusagen, ne? Sieht man ja. So, alles zusammengefügt, das jeweils auf verschiedenen Layern. Ich kann immer hier so eine Lichtquelle auswählen. Da sieht man hier unten, die Lichtquelle beeinflusst nicht nur also den ersten Layer, sondern den ersten, den fünften und den sechsten, weil der erste, der fünfte und der sechste sind sämtliche Layer mit unserem 3D-Kram drauf, also mit unserem modellierten Kram, will ich jetzt mal sagen. Deswegen habe ich nicht in jede Szene eine Lampe genommen, sondern eine Lampe beeinflusst die entsprechenden Szenen. Pretty easy. So, ja, das Ganze eingeteilt hier in die verschiedenen Layer. Zack, zack, zack. Ein Layer ist noch hier, aber da sage ich dann gleich später noch was zu. Dann gleich später. Und
gucken wir uns erstmal vielleicht, was ist denn am unspannendsten? Eigentlich am unspannendsten ist, ja, es ist ja alles mit dem Alpha Over. Gucken wir uns mal kurz an. Natürlich das Composite-Ding soweit schon durch habe. Na gut, fangen wir mal vorne an. Also Background im Grunde nichts Spannendes. Wir haben den Standard Background drin. Mit RGB-Curves ein bisschen bearbeitet, ein bisschen heller gemacht, angepasst, ein wenig geblurrt. Das ist quasi in Kombination mit dem, warte mal, wie heißt das? Bilateralen Blur hier. Zeige ich mal. Ne, ist quasi so eine Tiefenunschärfe, die ich ja brauchte, die Tiefenunschärfe für, also, weil es halt hinten ist und ich ja hier keine Tiefe in dem Sinne habe, also. Doch wird er dadurch irgendwie. Ach, naja, ich kann das halt immer nicht erklären, wie auch immer. So, dann nochmal RGB-Curves drauf. Bisschen ins Bläuliche gezogen, um es auf die Szene anzupassen. Also hier den Blauwert, ne? Ansonsten dürfte das. Ach nee, der insgesamt ist auch nochmal bearbeitet und der Blauwert halt ein Stück hochgedrückt. Mehr Blautöne reinkriegen. Am Anfang hat man ja auch im Breakdown gesehen, das ist alles recht lila. Auch die restlichen Sachen, das wird ja später dann wieder rausgeholt. Und ich habe ein ziemlich. Also 0,6 ist, wie ich finde, schon eine Menge, wenn man sich das anguckt hier. Ich weiß überhaupt nicht, ob man das überhaupt gerade sehen kann. Warte mal. Schon eine ganz schöne Menge. Ein bisschen Brightness drauf gegeben, um noch ein bisschen, ne? Also alles, was weiter weg ist, ist ja meist heller. Bei einer beleuchteten Szene, wenn man sich eine Landschaft vorstellt und alles, was näher dran ist, hat meist mehr Kontrast. Sozusagen. Soweit zu meinem unfachmännischen Amateurfachwissen. So, Render Layer 2 ist, oder nicht 2, aber nächste Render Layer ist quasi dieser. Mir geht das hier ein bisschen auf den Keks, dass. Warte mal. Dass das hier alles so ist, wie es ist. Ich muss mir das hier erstmal kurz beiseite ziehen. So. Jetzt haben wir das noch ein bisschen schöner. Ja, ist quasi unsere, der obere Bereich, sage ich mal, der hinteren Modellage. Achso, jetzt rutscht der hier in den Alpha-Wert rein, das ist natürlich Quatsch. So, ja, erstmal reingelayert, RGB-Curves drauf, schön ins lila-rötliche gedrückt, was ich ja gerade schon sagte. Hatte ich hier den insgesamt ein Stück rausgedrückt, hatte die dann nochmal ein Stück runtergedrückt, also fast schon in den gräulichen Bereich. Und Blur drauf gegeben. Plus, also der Blur ist quasi, warte mal, hier kann man es besser sehen vielleicht. Quasi nur ein Aufhellen des gesamten Komplexes, ein bisschen das Ganze. Daher, dass mein Ausgangs-Footage hier, wie wir ja gesehen haben, relativ schlecht von der Qualität ist, brauchte ich in dem Fall ein, ja, mit Absicht noch ein Zusatzblur drin, sonst hätte es einfach zu steril gewirkt, wenn da das nicht so unsauber gewesen wäre. Und der Blur liegt jetzt quasi hinter dem normalen. So, also dieser Blur wäre so und liegt dann quasi dahinter in Kombination mit dem Glare, der jetzt hier gar nicht so doll ist, leuchtet das dann noch ein bisschen. Das ist aber mehr dazu da. Das ist ja hier auch drauf geaddet mit einem Faktor von Punkt 3. Also das ist schon wirklich sehr gering. Daher, dass ich ja das Licht von hinten habe, dass es quasi von hinten, also an den Kanten, noch ein bisschen leuchtet. So, und dann hatten wir schon das erste Zusammenhängende. Ja, leuchtet nicht viel, aber ich weiß sowieso nicht, wie man das dann immer sieht. Eigentlich müsste ich das ja langsam mal wissen. Aber, also wir haben jetzt hier auch kein Anti-Aliasing drin, aber naja, wisst ja, was ich meine. So, dann kam dazu das Wasser vorne. Achso, ja, Alpha Over, weiß ich nicht, ob ich das nochmal erklären muss. Alpha Over heißt, das untere wird über das obere gelegt. Also das, was ich hier einfüge, wird über das gelegt. Füge ich das hier ein, dann wird das darüber gelegt. Ne? Ja, Moment, falsch rum. Kann man so ganz gut sehen, glaube ich. Ich könnte mir sowieso mal mehr Platz machen. So. Dann geht's weiter.
Der muss hier hinein und der ist dort drin. So, dann wie gesagt geht es weiter mit dem Wasser vorne, was ich dann draufgelegt habe. Da habe ich eigentlich einfach nur die Notes von dem Background genommen und kopiert. Außer dem bilateralen Blur, den habe ich weggelassen, weil brauche ich ja nicht. Das Wasser sollte ja halbwegs scharf sein. Geh mal in den View bitte. So, also Original, ne? Das Problem ist bei dem Originalbild, dass es natürlich recht bläulich ist und die Szene an sich oder vom Ausgangs-Alpha-Bild, was wir haben, ist halt relativ bläulich. Musste ich also genau das gleiche nehmen, um es dann stimmig wieder mit dem Hintergrund zu machen. Das alles rein, haben wir das so ein Stück lila. Geblurrt, wie gesagt, soll es nicht groß werden. Ist hier nur ein kleiner Wert von 0,15. Also relativ in Prozent, Punkt 150, also 0,15% wird das geblurrt, halt nicht viel, nur dieser ja, Blur, den ich halt, wie ich auch in diesem Ding hier gesagt habe, um das Ganze ein bisschen zu verwaschen, aufgrund des Materials, was wir als Ausgangsmaterial hatten, was die Frau da ist. So, das einfach mit drüber gelegt, wieder mit einem Alpha Over war das schon mal gerettet. In dem Moment bin ich dann auf das nächste gestoßen, weil ich natürlich mit Alpha Over das Problem hatte. Daher, dass ich die, ich glaube, die war das. Ja, genau. Die Wassermauer war jetzt quasi unter dem Wasser vorne. Also das Ding lag natürlich logischerweise, weil das jetzt als nächstes kommt, unter dem. So, hätte ich es andersrum gemacht, wäre es andersrum gewesen. So, und dann ist das Wasser quasi hinter diesem Balken, aber das soll ja da drin sein. Also musste ich mir daraufhin halt diesen zusätzlichen Layer anlegen, um die Wassermauer zu machen, um zu bestimmen, was soll vorm Wasser sein und was hinterm Wasser. Und das ging halt nur so. Deswegen ist es auch wichtig, Layer Compositing zu können, um so eine Szene zu retten, weil ansonsten musst du da ziemlich rumfriemeln und rumfipseln, bis du da irgendwas auf die Reihe kriegst. Und so ging das eigentlich ganz gut. Finde ich übrigens sowieso sehr schön, dieses Layer Compositing, hat man sehr, sehr schöne Kontrolle über die verschiedensten Sachen. Sage ich auch gleich dann nochmal mit dem Defocus was und so weiter, wenn ich dran denke. Naja, und dann hier im Grunde einfach die gleichen Notes wie in der sogenannten Basic Scene genommen und kopiert. Die sind an sich natürlich auch soweit gleich, irgendwas weggelassen. Glare, Blur, irgendwas. Mö. Also Blurwert ist hier ein bisschen anderer. Hier blurrt es ein bisschen mehr als da, dann kann ich es ja hier eigentlich auch schon mal sagen. Das ist einfach auch wegen dem tiefenunscharfen Effekt, weil der Fokus sollte ja auf dem Actor liegen. Was bedeutet, dass dieses Ding hier, wie wir sehen, das ist jetzt quasi genau dieser Balken, der ganz vorne liegt, natürlich viel, viel stärker geblurrt sein muss als der Balken, der hier hinten liegt. Da ich da nochmal diesen zusätzlichen Unschärfe-Effekt haben wollte. So, ja, weiter geht's. Das Ganze mit Alpha Over drüber gelegt. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig. Ja, genau. Und dann sieht man schon sehr schön, das Wasser ist jetzt genau so. Das liegt da drüber und das ist da schön übereinstimmend. Und das funktioniert und das passt. Und als nächstes kam dann dort der Actor davor. Gucken wir uns den erstmal nochmal an. Da ich mich erst erschrocken, was ist das für ein Ding? Aber ich glaube, es kommt vom Pre-Multiplying. Dass der da irgendwie so einen Fehler macht, der verschwindet dann aber. Und beim Actor habe ich das erste Mal was gemacht, was ich bisher so auch noch nicht gemacht habe. Moment. Und zwar habe ich hier ein Separate RGBA eingesetzt. Und zwar aus folgendem Grund. Ich versuche das gerade nochmal. Kriege ich das so nochmal hin? Warte mal, das war so. Dann geht das in den Blur. Und dann geht der oben rein. Genau, so müsste das sein. Und dann geht der hier rein und da. Mal gucken, ob man das jetzt gut sieht. Ja, sieht man hervorragend. Wir sehen hier bei der Frau an ihrerseits rechten bzw. unsererseits linken Brust ist ein ziemlich helles gelbes Highlight, was unbedingt weg musste. Also gelb, das ist ja fast grünlich schon. Und da ist mir das dann halt auch mit dem Knie aufgefallen, dass ich das vergessen habe. Das hätte ich jetzt in GIMP regeln können, indem ich da irgendwie mit den Values ein bisschen runtergehe und so weiter. Aber habe ich so nicht gemacht. Ich hoffe, der Computer ist nicht zu laut. Ich habe hier einfach ein separat RGBA eingebaut. Und man sieht, zack, mal im Direktvergleich, ist ein Unterschied.
So, was macht dieser separat RGBA? Der separiert Rot-Grün, Black, Blau und Rot-Grün, Black und Alpha. Rot-Grün, Blau und Alpha. Und da ist im Grunde wirklich nur Image rein. Und da musste ich ein bisschen rumfriemeln, weil ich es halt noch nicht gemacht hatte. Mit dem RGBA in Curves hinein. Und also nicht komplett, sondern mit der Farbe, die man halt möchte. In dem Fall Grün. Grün sieht jetzt hier so aus. Das sind halt die grünen, was halt alles grün ist in Schwarz-Weiß. Oder naja, wird sicher jemand besser erklären können. Jedenfalls, das sind die Grünwerte in hell und dunkel. Und da habe ich einfach, wo ist es denn? Ah, hier, bei dem Gesamtdings, das ein bisschen rausgenommen, so dass quasi dieses Highlighting verringert wird. Das kommt dann so aus dem Kompressor wieder raus, sage ich mal. Und da musste ich ein bisschen friemeln, weil ich nicht wusste, wie. Man sieht ja hier, ich habe hier den so einzeln. Und am Anfang habe ich da rumgemacht. Ich dachte, nee, so kann das nicht sein. Das kann jetzt nicht nur so rein. Das geht doch so nicht. Sondern grün muss schon so. Und dann habe ich erstmal den wieder eingefügt. Und dann habe ich hier rot zu rot und blau zu blau und alpha zu alpha. Ist aber Quatsch, man muss den aus dem hier nehmen. Und manchmal spinnt er hier ein bisschen. Und Alpha. Und dann funktioniert das auch. So hat man es dann hinterher, zack, auch als Farbe wieder kombiniert. Kann ich auch nochmal kurz zeigen, macht man das falsch rum. Dann bleibt es schwarz-weiß. Ne? Weil das, was hier rauskommt, kriegt er nur die Informationen, was hier rauskommt. Und daher, dass hier nur grün rauskommt, kann ja hier dann auch nur grün ankommen. So, hinterher ist natürlich logisch, aber in dem Moment, wenn man es noch nie gemacht hat, muss man natürlich erstmal dann doch drüber nachdenken, wie funktioniert da was. Und so kommt man dann mit den Farben wieder zurande und wir sehen den Unterschied. Zack, hier sieht man richtig den blauen Schein drauf und komme ich hier raus, dann ist der weg. Also weg ist gut, aber er ist zumindest so vermindert, dass er in unserem Bild nicht mehr so ekelhaft hervorkommt. Dann ein Blur drauf. Mit gar nichts. Blur mal rausschmeißen. Und ja, dann das Ganze per Alpha Over in die Szene eingefügt. Verbinde mal und render mal. Und man sieht, dass dieses Highlight halt nicht mehr so groß rauskommt, sondern sich eigentlich ganz gut einfügt. Da könnte man natürlich jetzt noch bis zur Ekstase rumbasteln und machen und tun. Aber das sind dann meist so Übungsszenen nicht unbedingt wert, wenn halt der Fokus woanders liegt. Meistens habe ich bei so einer Szene jetzt, wenn ich sowas mache, habe ich dann irgendwie ein, zwei Sachen, auf die ich Augenmerk legen will. Zum Beispiel halt dieses Implementieren von 3D-Objekten in so eine Szene in Kombination mit einem Alpha-Objekt. Also mit so Real-Footage, sage ich mal. Und da interessiert mich dann nicht, ob das jetzt perfekt grün ist oder perfekt blau oder was auch immer, sondern da liegt der Fokus woanders. Und man nimmt dann aus jeder Übung, oder ich zumindest mache das so, oder kriegt das so mit bei mir, nehme ich so viel ja, mit aus den Einzelheiten, die ich dann hinterher in dem nächsten Projekt wieder zusammenfügen kann. Und so wird es dann halt von Mal zu Mal besser. Beziehungsweise in einem richtigen Projekt, wenn ich jetzt was Richtiges mache, habe ich auch schon was geplant. Vielleicht kann ich da auch schon. Nee, da zeige ich noch nichts, weil es ist zwar schon spruchreif, aber die Umsetzung wird noch ein paar Tage dauern. Deswegen werde ich da jetzt noch nichts verraten. So, nicht ablenken lassen. Und jetzt, jedenfalls, um da noch doch ein kurzes Wort, da wird quasi alles das mit drin vorkommen. Also Real Footage mit Matte Painting und 3D-Involvierung und Kameratracking und Compositing und das volle Programm. Naja, so, das nur mal so als zum Anfixen. Jetzt sehen wir hier, haben wir noch ein Alpha Over, weil eine Szene fehlt uns ja noch oder ein Dingens fehlt uns ja hier unten noch. Das ist dieser jener. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier wegmachen kann oder ob das dann. Ja, warte mal, so geht das nicht. So müsste das gehen. Ah, nee, ist weiß. Ja, hätte ich auch drauf kommen können. Denn hier habe ich auch was gemacht, was ich so noch nie gemacht habe. Also wir merken uns mal, unsere Szene ist jetzt so weit übereinander gelegt und steht. Ja, also das Miteinander-Compositing, also das sich alles gut einfügt,
So mehr oder weniger plus minus ist jetzt schon mal gewährleistet. Das ist alles in einem ähnlichen Farbton gehalten. Und jetzt geht es noch darum, das Ganze wirklich so gut wie möglich miteinander verschmelzen zu lassen. Und da ich etwas gemacht, was ich bisher auch noch nicht gemacht habe, was ich aber gesehen habe in einem Tutorial, ich glaube von Tom Walks. Ich glaube von Tom Walks war das gewesen. Also nicht, der macht ja auch keine Tutorials, aber der hat halt irgendwie sowas in der Richtung gezeigt. Das ist jetzt auch nicht der Aufbau. Ich habe das dann irgendwie so nachkonstruiert, wie ich es mir gemerkt habe. Nämlich mit einer Lips-Mask, das sieht man ja auch in dem Breakdown, mit der Größe jeweils eingestellt. Und dann bin ich hier nur die verschiedenen Layer durchgegangen. Das Ganze ein bisschen geblurrt und nochmal geblurrt und nochmal geblurrt und gemultiplied und dann ein Glare drauf. Und mit Blur und Glare zusammen sieht es dann so aus. Ah ja, der hat schon zu tun. Ne? So, das Ganze mit den XY-Koordinaten an die Stelle, wo man es haben möchte. Und mit den RGB-Curves kann man dann die Helligkeit beeinflussen. Ja, ist jetzt natürlich wegen Final Compositing ein bisschen heftig. Weil im Final Compositing hier hinten spiele ich ja auch noch mit den Curves rum und deswegen musste ich das hinterher wieder ein Stück rausholen, was ich an der Stelle getan habe, sonst wäre das dazu sehr untergegangen. So, also auch immer dieses mal einen Schritt zurückgehen und woanders wieder ein bisschen mehr dazugeben, weil man wieder woanders ein bisschen was rausgenommen hat, um die ganze Szene anzupassen und so weiter, ist auch eine Sache, die wichtig ist. So, das Ganze per Add oder ja per Mixnode auf Add gestellt, in die Szene gefügt. Schauen wir uns das mal an. Sieht das erstmal so aus. Und jetzt wird auch jeder verstehen, warum da ein Alpha Over noch hinterher kommt. Weil nämlich das nächste Alpha Over soll quasi nicht von dem Flair, von dem Flare-Effekt bedeckt sein. So, ich hatte es am Anfang, hatte ich es hier gleich als zweites eingebaut, aber die Problematik war, dass die Flare-Streifen hinter dem Gerüst hier waren und hinter der Frau. So, und das sieht nicht aus. Also so ist es auch nicht perfekt vom Effekt her und von der Realität her, aber von der physischen Aufteilung, sage ich mal, ist es eher realistisch. Also musste das anders geregelt werden. Das heißt, ich habe den Flare-Effekt einfach, den Flare-Effekt, den Lens-Flare-Effekt hier einfach an die Stelle verschoben, quasi als vorletztes. Und als letztes kommt dann noch die Mauer drüber, die wir hier haben, die übrigens so aussieht in Rohform, die genau dieselben Compositing-Notes hat wie Wassermauer und Basic-Szene. Bloß mehr Blur hier mit 3 und 2%. Ich habe das mit unterschiedlichen Zahlen gemacht, um an der Stelle ein bisschen. Ich weiß, man könnte es anders machen, aber ich. Nicht aber, sondern ich könnte es zwar jetzt gerade nicht zeigen, aber ich glaube es mit. Ich habe es schon mal gemacht, verdammt. Komme ich aber wieder drauf. Komme ich nicht mehr auf den Begriff. Motion Blur. So, ne, um ein bisschen Motion Blur zu simulieren, was natürlich mit einem Gaussian Blur nicht so geil kommt. Aber es hat für die Szene gepasst. Und mit der Mixnode davor in den oberen und Alpha Over beziehungsweise die Mauer vorne in Alpha Over rein, haben wir quasi dann das fertig zusammengebastelte Ergebnis, bestehend aus den 5, 6 Renderlayern mit Lens Flare. Und man sieht, man hat diesen Balken hier vorne abgeteilt, so sinngemäß, ne? Also hier ist quasi der Balken, wenn man so will. Und die Lens Flares hören da auch auf. So. Weiter geht's. Genau, dann kommen wir schon ins Final Compositing, wenn man so will. Übrigens, da kann mir auch immer mal den Hotkey verraten, wie ich muss das immer so machen. Es gibt aber bestimmt einen Hotkey, wie man jetzt, wenn ich so ein Ding hier ausgewählt habe, bei Alt-H ist es nicht. Steuerung, ach nee, das war so. Wie ich dann alle sich innen befinden. Shift G, nee. Find Node, nee. Halt, wie ich alle, also quasi so, auswählen kann. Da gibt es bestimmt irgendwas. So. Naja. Ja, jetzt kommen wir eigentlich zu dem, was ich mit am liebsten mache, muss ich ganz ehrlich sagen. Dem Final Compositing.
damals erstes Mal RGB-Curves drin. Und das ist auch der Grund, warum ich den Lensflare wieder angehoben habe. Einfach weil ich hier so viel rausgenommen habe, wie man ja auch sieht. Zack, gucken wir uns das mal an. Ja, das ist einfach, da musste wieder ein bisschen Lensflare rein, aber die restliche Szene, also insgesamt musste es dunkler, aber der Lensflare durfte nicht beeinflusst werden. Gucken, kriegen wir das nochmal so hin? Wahrscheinlich. Mal sehen. Ach so, Moment. So, jetzt. So, also so wirkt es schon anders als so. Ne? Sieht man, glaube ich, ganz gut den Unterschied. Lensflare rein, beziehungsweise das richtige Bild erstmal wieder rein. Mach mal ab. Und ja, dann mit der Color Balance rumgebalanced. So, diesmal nicht mal so starke Werte verwendet, weil ich ja im Vornherein die Farbe schon ziemlich beeinflusst habe. Also, oder die Stärke der Farbe. In dem Fall wollte ich aber die Farbe halt wirklich, deswegen auch nochmal eine Color Correction, in eine andere Richtung drücken, als sie eigentlich ist. Ich wollte ein bisschen sumpfiges, modriges Gefühl sozusagen haben und nicht so ein lila Hello Kitty Pink. Und ja, das Ganze ist so eigentlich ganz gut gelungen. Color Correction drüber. Und hier habe ich bei der Saturation am Master geschraubt, die Highlights und Midtones ein Stück rausgenommen. Und den Start- und Endwert der Midtones jeweils einmal hoch und einmal runter gepegelt. Und so finde ich, es ist eigentlich ein ganz, ganz hübsches Ergebnis. Natürlich, man kann immer noch so lange, wie man will, rumprobieren. Eine andere Sache ist zum Beispiel auch, dass das wahrscheinlich für, gehen wir mal jetzt von einem Kinofilm aus, viel zu heftig wäre von der Farbe. Gehen wir rein hier in den Viewer, dann schauen wir uns das kurz mal an. Also, was ich meine ist, es ist einfach, glaube ich, viel zu. Also, wir haben, was ja von fototechnischer Seite oder zeichentechnischer Seite, wir haben die drei Stufen eigentlich, also Helligkeitsstufen oder Helligkeits- oder wie sagt man denn? Ja, ich kann es halt auch immer nur so zur Hälfte erklären. Also wir haben ganz dunkel, wir haben mittleres und wir haben ganz helles. Das haben wir schon ganz gut. Perspektivisch ist es nicht das Beste, muss man auch ganz ehrlich sagen, weil, ne, also wirklich eine schöne Cinematografie ist es nicht. Aber man könnte sich vorstellen, dass die Kamera jetzt, wenn es ein Film wäre, hier von links nach rechts fährt, hinter ihr kommt ein Monster aus dem Wasser geschossen und sie kriecht hier in irgendeinen letzten Spalt rein oder das Hochwasser erfasst sie oder irgendwas ist da. Ne, also so an sich jetzt kann man sich es ganz gut vorstellen, filmtechnisch, aber fotografisch ist es, naja, nicht so fetzig, weil sie soll ja eigentlich im Fokus liegen, sie ist aber viel zu un. Na gut, brauche ich nicht groß erklären. So. Sagen wir hier mal einfach irgendwas Heftiges. Probieren wir mal. Ist schon zu heftig. Einfach nochmal ein Stück runter. Mal gucken, was dann noch heraussticht. In dem Fall, wenn es nicht so farbenfreudig ist, fällt natürlich noch mal umso mehr auf, wie fake die 3D-Modellage hier ist. Noch dazu, weil sie halt nicht texturiert ist. Also wenn das jetzt irgendeine schöne Textur wäre, wo noch irgendwie Details mit dabei wären, wäre es natürlich noch mal was anderes. Aber so ist es wirklich schon ziemlich fake. Aber so würde es jetzt doch schon mehr in eine Kinorichtung gehen. Sagen wir mal, hoch. Hier auch noch mal. So, und das sind halt so die Spielereien. Ne? Das ist halt nicht so blühendes Leben ist von den Farben her in so einer Szene. Dafür ist es wie, also mein Final Image ist viel zu farbenfroh, glaube ich, für einen Film jetzt. Oder es liegt halt wirklich an der Perspektive, dass die Highlights nicht stimmen und so weiter. Könnte natürlich auch sein.
je nachdem, was man da für ein Gefühl hat. So, aber das ist halt eine schöne Sache über der Saturation, das einfach ein bisschen rauszunehmen. Können das auch alles über den Master hier machen. Kontrast, naja, wird halt ein bisschen heller. Ne, schon zu viel. So, und das sind halt so Sachen, die man halt auch immer noch mal bedenken muss, die ich finde, deswegen habe ich jetzt hier auch das erste Mal mich so ein bisschen mit dem beschäftigt. Nicht groß, dass ich jetzt gewusst hätte, was ich tue. Naja, oder so. Aber zumindest halt mehr als nur irgendwo ein bisschen was geschraubt. Sondern schon mal be quasi bewusst geguckt, was passiert, wenn und wo. Ne? So. Ja, zum guten Schluss dann die allseits bekannte Vignette. Dürfte auch bekannt sein. Hier einfach eine random Textur reingelegt. Lens Distortion drauf, Greater Zen, geblurrt und die RGB Curves, um dann hinterher eine schöne Vignette zu kreieren. Und das ist dann auch schon fast das Final Image. Ja. Ne? Sieht man ganz schön, glaube ich. Sieht so aus, per Multiply übrigens, natürlich ist wichtig, weil weiß soll ja weg. Deswegen Multiply. Alles, was weiß ist, ist dann Alpha oder so und alles, was schwarz ist schmäuselig. Warum die RGB-Curves hier? Weil ich die Vignette ein wenig beeinflussen musste. Die war zu groß. Kann man hier vielleicht nochmal sehen. Kann ich das eigentlich so auswählen? Nee. Ist ja doof. So, nehmen wir die mal raus. So, sieht man, ist zu groß hier am Rand. Also beziehungsweise zu klein. Ne? Deswegen hier das ein bisschen beeinflusst, dass man da ein bisschen mehr dunkle Ecken hat, weil das Footage an sich oder das Bild, wo was vignettet werden soll, an sich natürlich schon ziemlich dunkel ist. Das heißt, hier in diesen Ecken kommt die Dunkelheit, das Dunkle gar nicht so wirklich zum Ausdruck, weil es halt in sich schon ziemlich dunkel ist. Ja, soweit das zum Compositing. Mal kurz gucken. Uiuiui, knappe Stunde da, gleich. Aber es dauert halt auch immer ziemlich lange. Vielleicht jetzt noch, ich weiß nicht, ob jetzt ich, bestimmt habe ich wieder tausend Sachen vergessen, die ich noch sagen will oder wollte. Vielleicht noch eine kurze Empfehlung. Was ich derzeit ziemlich intensiv suchte, sind Videos von Sycra oder Sycra. Ist ein amerikanischer Zeichenmeister, will ich mal sagen. Der hier allerlei schöne Videos hat und Tutorials und so weiter. Jetzt wird sich jeder Zweite fragen, was soll ich mir das angucken? Doch, weil er, auch wenn man, ich kann selber nicht zeichnen. So, und mich interessiert auch nicht, was er zeichnet, mich interessiert aber, was er sagt und wie er es erklärt. Nämlich, er hat, weiß jetzt nicht, ob ich das so schnell finde, hier Kritiks, hat er Videos, oh Gott, wo er hat irgendein Forum, keine Ahnung, und da können Leute ihre Zeichnungen einreichen und die von ihm quasi kritisieren lassen, ja. Und die suchte ich gerade alle hardcore durch, diese Dinger, weil er viele Sachen anspricht, die auch wichtig für Film und Fernsehen sind. Also wichtig sind für Film allgemein oder für ja, grafische Sachen. Also Perspektive und Wirkung und Licht und Schatten und dieses, was ich gerade sagte, mit den drei Helligkeitsstufen und Kram. Und da kann man unheimlich viel mitnehmen. Es ist zwar alles auf Englisch. Aber wenn man halbwegs Englisch kann, dann ist das eigentlich gar nicht so schwer zu folgen, weil er zeigt ja nebenbei auch immer, ja, hier zeige ich natürlich das beste Video. Ja, weiß ich nicht, ob man das jetzt so gut sieht. Das kenne ich jetzt auch nicht. Dann hat er hier irgendein Bild, was kritisiert werden soll, und er malt hier gerade irgendwas rum noch, wie er es machen würde sozusagen, und erklärt halt nebenbei, warum er das so macht. Und da kann man unheimlich viel mitnehmen, muss ich sagen. Das ist eine unheimliche Empfehlung meinerseits an euch, das mal anzugucken. Sycra, und im Speziellen das Video How to Practice Drawing. Und dort erklärt er nicht unbedingt, ja auch schon, wie man am besten übt, irgendwas zu zeichnen oder zu malen oder was auch immer. Aber er sagt auch so unheimlich viel gutes und hilfreiches Zeug,
was so Kram angeht, was, sag ich mal, auch auf Blender zu übertragen ist, was auf, weiß ich nicht, aufs Brötchenbacken übertragbar ist. Ja, er sagt halt, was ich auch immer bemängle an den Leuten, dieses, deswegen mache ich auch so ungern irgendwie Tutorials, ne, sondern zeige halt, wie ich es gemacht habe und wer was davon mitnehmen kann, kann halt was mitnehmen. Und dann freue ich mich darüber, wenn jemand da irgendwie für sich was rausziehen konnte. Aber was er halt jetzt, um das mal als Beispiel anzubringen, sagt, die Leute gucken ein Tutorial, wo in dem Fall jetzt einer ein Auge malt, und malen dieses Auge genau so und dann sagen sie, jut, das Auge ist fertig gemalt, abgehakt. So. Und dass man so da aber nicht rangehen kann, sondern deswegen auch hier hat er so viele Augen, dass es halt drauf ankommt und so weiter. Ihr könnt euch das ja dann alles mal selber angucken. Ich will jetzt hier auch nicht stundenlang erzählen. Jedenfalls sehr, sehr interessantes Zeug, was so die generelle Einstellung zur eigenen Arbeitsweise und zum Workflow und so weiter hat oder ist. Und das kann man auch wunderbar darauf übertragen, so dass jetzt dieses Bild nicht perfekt ist, ist gar nicht mal so schlimm. Wenn ich das jetzt mal so im übertragenen Sinne wiedergeben soll, sondern es kommt darauf an, dass ich hier in dem Fall, ich stellvertretend, was gemacht habe, aus dem ich was gelernt habe und morgen mache ich was anderes, wo ich das, was ich hier gelernt habe, dort übertragen kann. Und das ist das, worauf es eigentlich ankommt und nicht, dass jedes Dingens hier, jedes Bild, jede Übung, jedes Filmchen, jede Animation eine Hollywood-Produktion ist, sondern, ne? Ich glaube, ihr kommt mit dem Punkt mit, was ich oder beziehungsweise in dem Fall, was er meint, was ich jetzt hier stellvertretend nur nochmal sagen will. So, die Leute halt sehen ein Tutorial und machen aber nichts Eigenes draus, sondern machen nur das nach, was sie gesehen haben und dann, ja, vergessen sie es halt wieder. Aber das hatte ich, glaube ich, auch schon mal. Ich weiß nicht, in welchem Video ich das, oder habe ich es bei Lars Baun gesagt, so dieses irgendwas angucken, was völlig was anderes ist und da was mit draus mitnehmen. Ich glaube, das habe ich im Breakdown von dem, oder Compositing Breakdown von dem Soldaten gesagt. So dieses, selbst wenn der über Äpfel redet, kann ich trotzdem was mitnehmen, wenn ich aber mit Birnen zu tun habe. Einfach weil teilweise Sachen dieselben sind. Egal, ob ich jetzt was in After Effects gucke oder in Cinema 4D oder. So. Ne? Und Lens Distortion ist überall Lens Distortion, egal ob in Blender, in Cinema 4D, in After Effects oder an einer Canon, Nikon oder Fujipix Filmkamera und so. Naja gut, das jetzt so vielleicht nochmal als abschließende Worte. Unbedingte Empfehlung hier, Sikra oder Sykra. Viele Sachen kann man halt auch nicht gucken, wenn man sich nicht dafür interessiert, hier irgendwelche 2 Stunden Interviews mit irgendwelchen Leuten. Aber er hat viel, viel, viel Interessantes zu sagen und er zeichnet auch sehr schön. Also selbst das, wo er sagt, dass ihm das peinlich ist, das zu zeigen, ich wäre froh, wenn ich so zeichnen könnte. Aber hier haben wir auch so eine Composition for Artists. So und halt, wo er wirklich Sachen richtig gut erklärt, Rule of Thirds und so, die ganzen Sachen. Unbedingt mal reingucken, wer sich für Compositing und so Kram interessiert. Oder generell für Kameraarbeit und Beleuchtung und tralala. Ja, ich kann schon mal sagen, dass dieses Bild all das, was er mühsam und umständlich erklärt hat, nicht erfüllt. Also vielleicht außer die Rule of Thirds, sei ich schon die 3-Licht-Value-Regel hier. Oder 3-Helligkeiten-Value-Regel oder wie auch immer das heißt. Aber sowas kommt halt mit der Zeit. Naja, wie gesagt, als nächstes dürfte dann wohl das Kamera-Projection-Video kommen. Mal gucken, ob ich das jetzt noch weitermache. Ja, ich weiß, heute ist Montag, aber ich habe lange geschlafen und werde wahrscheinlich. Ach, ich sag's gar nicht. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr konntet was für euch mitnehmen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oh, gegen das Mikro gestoßen. Ciao.